Was sagst du zur Analyse von JJG zu Sponge vs. Fortune? Kann ich im Großen und Ganzen unterschreiben. Habt ihr gesehen? Ich habe ja damals auch eine Analyse gemacht, beziehungsweise damals, vor 6, 7 Monaten oder sowas. Oder 8 Monaten schon. Und übrigens, ich habe die Analyse damals auf Wunsch von Julian gemacht. Das ist vielleicht eine ganz lustige Story gleich. Setzt euch mal hin, schnappt euch ein Getränk. Habe ich an der Stelle jetzt mal nicht. Aber das zeige ich euch jetzt einfach mal. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Jay. Es gab mal einen Jay, der ein Video zum JBB 2018. Machen wir was so. Also, das war vor 10 Monaten. Das schlechteste JBB, das Video habe ich hier damals gemacht. Da habe ich darüber geredet, dass das Bewertungssystem und generell einige Entscheidungen von Julian nach diesem Intro-Video von JBB absolut schlecht war. Also, das war halt, wo man gesagt hat, okay, was soll das mit den Hall of Shame-Dingern, was soll die Bewertung und sowas. Deswegen habe ich ein Video darüber gemacht, ob das JBB 2018 womöglich das schlechteste JBB überhaupt werden kann. Wo ich wahrscheinlich im Nachhinein nicht so falsch gelegen habe. Ne? Ich meine, guckt euch das heutige JBB an. Ein paar Monate nachdem dieses Video online war, hat Julian, das war damals also das war an dem Tag damals, als Benson rausgeflogen ist und Alien dafür reinkam, da hat Julian mich nämlich im Nachhinein unter diesem Video angeschrieben. Er hat nämlich eine Antwort auf dieses Video gemacht. Er hat nämlich geschrieben, die Übergänge sind fließend. Gute Punchlines entertain, guter Flow entertaint, ein Beat lässt sich genauso beurteilen wie alles andere. Du kannst gerne deine eigenen Punkte vergeben. Da hat er sich quasi so ein bisschen rausgeredet. Gerade mit dem Beat und sowas. Er hat da so ein bisschen sein Statement gegen meine Kriterien, gegen meine Kritikpunkte gezeigt. Und ja, er hat halt so ein bisschen hier was dagegen geschrieben. Jedenfalls habe ich dann hier so ein bisschen geantwortet, ja, ich konnte bisher natürlich nur spekulieren, war ja auch wahr. Ich habe das Bewertungssystem ja nicht in der Praxis gesehen. Ich habe es nur theoretisch in diesem Video angekündigt gesehen. Zu meiner Überraschung hat Julian dann wieder geantwortet. Damals war Julian ja eh noch so ein Typ, der nie Kommentare geschrieben hat. Deswegen war ich eh richtig impressed. Ich war so richtig, wieso hat Julian darauf geantwortet? Er hat geschrieben, das Gesamtprodukt ist wichtig, um den Kandidaten längerfristig erfolgreich zu machen. Damit wollte er quasi ausdrücken, er will in diesem JBB nicht nur Wert auf Battle Rap legen, sondern einfach darauf Wert legen, dass der Künstler auch im Nachhinein ein bisschen was reißen könnte, was ja irgendwo auch ganz gut ist. Aber das ist halt eher wieder ein Ding für die JMC. JBB ist halt Battle. Und ich finde, das kann man in der JMC sagen, aber nicht im JBB. Dann hat dann habe ich halt geschrieben, ja, da stimme ich dir zu. Wegen längerfristig erfolgreich ist natürlich gut für den Kandidaten. Wobei ich das jetzt auch ein bisschen anders betrachte als vor 7 Monaten. Dann hat er gefragt, hast du ein Video, wo du näher auf eine JBB-Bewertung eingehst? Dann habe ich gesagt, dass ich vieles in diese Richtung hatte, aber noch keine genaue JBB-Bewertung. Dann hat er geschrieben, das war damals dieser ausschlaggebende Grund, weshalb ich wahrscheinlich hochgeladen wurde auf dem JBB-Kanal. Vielleicht stelle ich eine Jury zusammen, die nach diesem Wertungsschema bewertet. Dafür bräuchte ich kompetente Leute. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, ist ein richtig guter Schritt, weil ich in die JBB-Jury wollte. Natürlich. Will ich jetzt auch immer noch. Habe ich halt geschrieben, geil, geil, geil. Er hat gesagt, analysiere das Battle Fortune vs. SpongeBoss so objektiv wie möglich. Du kannst es dann hier hochladen oder mir per E-Mail schicken. Gute Nacht. Und dann habe ich noch ein bisschen hier gesmalltalkt mit ihm. Und das war der Grund, weshalb ich eine SpongeBoss vs. Fortune-Analyse gemacht hatte damals. Da habe ich auch unglaublich viel Zeit reingesteckt. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein sagen kann, das hätte ich jetzt besser gemacht. Es gab 2, 3, 4 Fehler in dieser Bewertung, aber das waren 20 Minuten, deswegen das kann mal passieren. Jay Analyse Fortune. Dieses Video ist über 20 Minuten lang. Ich feiere das Video auch selber. Es freut mich auch, dass dieses Video relativ gut geklickt wurde, generell ziemlich gut ankam soweit. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie viel Arbeit dahinter stand, aber es waren, glaube ich, um die 15 bis 25 Stunden, irgendwas dazwischen. Weil ich musste nochmal was resetten und deswegen bin ich mit den Stunden extrem durcheinander gekommen. Auf jeden Fall war es irgendwas zwischen 15 und 25 Stunden, die ich an diesem Video saß. Das weiß ich noch, ich saß da mehrere Tage verteilt, extrem hartnäckig dran. Also nach der Schule habe ich mich instant dran gesetzt, quasi bis abends eigentlich. Und dieses Video habe ich dann fertig gemacht, war unglaublich zufrieden damit. Ich habe wirklich viele Details gemacht, auch wenn ich jetzt im Nachhinein ein paar Denkfehler drin hatte. Würde ich heutzutage besser machen. Ich finde meine JBB 2018 Analysen auch besser. Deutlich besser als die hier. Meine JBB 2018 Analysen finde ich wirklich gut, muss ich sagen. Also die feiere ich echt und da freue ich mich auch wieder neue Analysen zu machen. Jetzt nicht die ersten Eindrücke, sondern wirklich die Analysen. Und dann habe ich das halt gemacht.
Dann habe ich erstmal lange nichts von Julian gehört und ein paar Wochen später hat er mir auf Facebook gesagt, yo, hat das Video gerade zur Hälfte geschaut, ja, passt. Und da dachte ich mir so, ich habe diesem Video unglaublich viel Zeit gewidmet. Julian schaut sich das halbherzig zur Hälfte an und sagt dann, ja, passt. Dann habe ich mich natürlich gefreut, yo, JBW-Jury wurde auch hochgeladen. Aber ich habe, das war damals nicht gelogen, ich wurde damals hochgeladen, aber ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, dass ich hochgeladen werde. Und ich wusste nicht, was es damit auf sich hatte. Ich wusste nicht, wieso ich hochgeladen wurde. Ich wusste nicht, wieso das jetzt alles so läuft. Und im Nachhinein hat sich ja jetzt auch rausgestellt, Julian hat keine Jury gemacht. Ich verstehe es bis heute nicht, was da jetzt los war. Ich finde es wirklich schade. Ich wäre natürlich sehr gerne in dieser Jury gewesen. Also das wären dann Hybrid Blub und ich gewesen wahrscheinlich. Mit Julian zusammen. Hätten wir ein Trio gebildet. Wäre extrem nice gewesen, aber ja. Julian hatte da scheinbar dann doch nicht mehr so Lust drauf. Kann man nichts machen. Aber ja, jetzt kennt ihr die Story, Leute. Können wir ja gerne eure Meinung in die Kommentare posten. Ich hätte eigentlich daraus ein ganzes Video machen können, ne? Aber ja, dann ist es eben eine Exclusive-Info für euch, für die 500 Leute, die hier sind.